16 Personalities Test. Den mache ich jetzt. Mache jetzt den Test. Also, du solltest weniger als 12 Minuten dafür brauchen. Beantworte die Fragen ehrlich, auch wenn dir die Antworten nicht gefallen. Versuche, keine neutralen Antworten zu hinterlassen. Also, es geht los, Leute. Ich mache live den Test. Denn ich bin auch jemand, ich bin da transparent, okay? Es fällt Ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen. Stimmt absolut nicht. Also ich kann mich allen Menschen vorstellen. Sie verlieren sich oft so sehr in Gedanken, dass Sie Ihre Umgebung ignorieren oder vergessen. Das stimmt. Ich verliere mich ab und zu mal in Gedanken. Sie versuchen, Ihre Mails möglichst zeitnah zu beantworten und können einen unordentlichen Posteingang nicht ertragen. Na, ich kann das auch mal wegschieben. Also das geht schon. Es fällt Ihnen leicht, entspannt und fokussiert zu bleiben, selbst wenn Sie unter ein wenig Druck stehen. Ja, da würde ich mir keine vollen Sterne geben, aber ich kann schon wirklich ziemlich gut mit Druck umgehen. Normalerweise beginnen Sie keine Gespräche. Also das stimmt. Absolut nicht. Ich beginne mit jedem immer Gespräche. Sie tun selten etwas nur aus purer Neugier. Das stimmt eher nicht. Wobei ich tue schon Dinge, wo ich von vornherein weiß, es hat einen Sinn. Weiter. Sie fühlen sich anderen Menschen überlegen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das stimmt oft. Nicht immer, aber das stimmt schon oft. Organisiert zu sein ist ihnen wichtiger als anpassungsfähig zu sein. Ah, stimmt eher nicht. Sie sind für gewöhnlich hochmotiviert und voller Energie. Absolut, das stimmt komplett. Außerdem, Leute, ihr könnt den Test gerne selber auch mitmachen. Ihr könnt mir auch reinschreiben, was ihr für ein Typ seid. Und ich beantworte außerdem auch noch Superchats, falls es welche gibt. Es ist Ihnen wichtiger, dass niemand verärgert wird, als dass Sie eine Debatte gewinnen. Nee, stimmt eher nicht. Sie haben oft das Gefühl, dass Sie sich gegenüber anderen rechtfertigen müssen. Ja, nicht so krass, aber schon immer noch, ja. Ihre Umgebung daheim und am Arbeitsplatz ist ziemlich ordentlich. Ganz unterschiedlich. Also wenn ich keine Putzfrau hätte, dann wäre es unordentlich, gell? Also da bin ich jetzt mal bei neutral, weil es kann mal so gehen. Es macht Ihnen nichts aus, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Das stimmt absolut. Ich will es zwar nicht unbedingt, aber wenn es so ist, habe ich auch kein Problem damit. Sie halten sich eher für praktisch veranlagt als kreativ. Nee, stimmt nicht. Ich bin beides. Ich finde, ich bin praktisch und kreativ, wenn ich ehrlich bin. Andere schaffen es selten, sie zu verärgern. Boah. Phasenweise schaffen es eigentlich andere nicht so wirklich. Also es wird. Boah. Ganz schwer, weil ich kann auch nachtragend sein. Es ist jetzt ganz schwer. Man schafft es aber schon eher selten. Ihre Reisepläne sind normalerweise gut durchdacht. Es stimmt doch oft nicht. Also, meine Reisen werden oft für mich gut durchdacht, aber dass ich sie durchdenke, meistens nicht. Es fällt ihnen. Und außerdem, der Joe ist hier neben dran und du kannst auch sagen, wenn du glaubst, dass das nicht stimmt, gell? Ich habe hier neben dran den Joe und der Joe wird sagen, wenn er sagt, du Karl, das sehe ich eigentlich eher anders. Also, es fällt Ihnen oft schwer, die Gefühle von anderen nachzuempfinden. Nee, stimmt eher nicht. Ihre Stimmung kann sich sehr schnell ändern. Ja, weil ich sie selber kontrollieren kann. Würde ich schon eher sagen, ja. Weiter. Bei einer Diskussion sollte die Wahrheit wichtiger sein als die wunden Punkte anderer. Das stimmt sehr.
ab und zu schon mal einen wunden Punkt rein, aber das stimmt schon. Sie sorgen sich selten, wie sie ihre Taten auf andere auswirken. Nee, stimmt nicht. Ihre Arbeitsweise ähnelt eher willkürlicher Energieschüben als einer Methode. Nein, 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 das stimmt nicht. Na, das stimmt nicht. Sie sind oft neidisch auf andere. Stimmt auch eher nicht, aber es ist nicht nie. Also ich gebe mal so ein Nein. Dann, ein interessantes Buch oder ein Videospiel ist oft besser als eine Party oder ein Treffen mit anderen. Eher nicht. Ich mag Bücher, ja, Videospiele gar nicht mehr. Früher oder Warcraft, aber stimmt eher nicht. Die Fähigkeit, einen Plan zu entwickeln und dabei zu bleiben, ist wichtig. Ja, absolut, ja. Plan und dabei bleiben, ja, logisch, klar. Sie verlieren sich selten Tagträume und Gedanken. Ich verliere mich da nicht so oft drin, ich bin schon eher fokussiert. Sie finden sich oft in Tagträumerei wieder, wenn sie in der Natur unterwegs sind. Eher nicht. Wenn jemand nicht schnell auf ihre E-Mail antwortet, machen sie sich Sorgen, ob sie etwas Falsches gesagt haben. Nee, eher nicht. Als Elternteil wäre es ihnen wichtiger, dass ihr Kind freundlich wird als intelligent. Das stimmt absolut nicht. Also mir wäre es viel wichtiger. Also mir wäre natürlich beides sehr wichtig, aber mir ist es wichtiger, dass es intelligent ist als freundlich, weil Freundlichkeit kann ich dem eher noch antrainieren als Intelligenz, falls es Sinn macht. Dann, sie erlauben anderen Menschen nicht, ihre Taten zu beeinflussen. Ja, stimmt tendenziell schon. Ich entscheide schon und mache dann eher. Ihre Träume konzentrieren sich mehr auf die reale Welt und deren Ereignisse. Ja, absolut. Mal. Ja, komplett. An einem neuen Arbeitsplatz machen Sie sich schnell bei gesellschaftlichen Aktivitäten. Stimmt. Sie improvisieren lieber als sorgsam zu planen. Ihr nicht? Ihre Emotionen steuern Sie mehr, als dass Sie die. Nochmal. Ihre Emotionen steuern Sie mehr, als dass sie diese steuern. So, das heißt, als dass andere sie steuern. Ja, du hast deine Emotionen im Griff. Ja, ich hab's im Griff. Ja, ich hab's im Griff. Sie gehen gern zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen man sich verkleidet oder Rollenspiele. Ja, klar, bin ich auch wohl am Start. Sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische und unpraktische Ideen zu überdenken. Na. Ehrlich, ne. Sie improvisieren lieber als Zeit damit zu verbringen, einen detaillierten Plan auszuarbeiten. Nee, eher nicht. Sie sind eine relativ ruhige und zurückhaltende Person. Nee. Wenn Sie ein Unternehmen hätten, ich habe eins, mehrere habe ich, würde es Ihnen sehr schwer fallen, loyale Mitarbeiter zu entlassen. Ja, gefällt mir schon eher schwer, aber ich mache das auch. Also ich hau die dann auch schon raus, gell? Dann geht's weiter. Und zwar, sie machen sich oft Gedanken über den Grund der menschlichen Existenz. Nicht so oft, ne? Also ich mache es mir schon, aber nicht die ganze Zeit, ja? Am Essen gestellt. Sehr gut. Logik ist normalerweise unauch oder nicht, oder? Auch Nachtisch. Geil. Logik ist normalerweise wichtig. Aber hast du dir auch was bestellt? Aber ein bisschen mehr, oder? Ja, super. Logik ist normalerweise wichtiger als Herz. Ja, bei mir schon eher. Logik, ja. Dann. Ihnen ist es wichtiger, flexibel zu bleiben, als Aufgabenlisten zu haben. Na, das stimmt eher nicht. Ich will schon Aufgabenlisten haben. Dann.
Wenn ihr Freund, ihre Freundin über etwas traurig ist, dann bieten sie wahrscheinlich eher emotionale Unterstützung an, als dass sie. Nee, stimmt nicht. Ich biete immer Lösungen an, also emotionale Unterstützung. Dann. Sie fühlen sich selten unsicher. Stimmt. Sie haben keine Probleme damit, einen persönlichen Zeitplan festzulegen und daran zu halten. Absolut. Recht zu haben ist bei der Teamarbeit wichtiger als kooperativ zu sein. Nee. Sie sind der Ansicht, dass alle Meinungen respektiert werden sollten, und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten gestützt werden oder nicht. Absolut nicht. Also, na. Meinungen müssen natürlich Sinn machen, ansonsten vergiss es. Sie haben mehr Energie, nachdem sie Zeit in einer Gruppe vor Leuten verbracht haben. Ja, immer. 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 Auch ich hatte zum Beispiel vor dem Livestream gerade weniger Energie als jetzt während dem Livestream, Leute, okay? Sie verlegen regelmäßig ihre Sachen. Oh ja. Ja. Sie verlegen ja regelmäßig. Ich verlege sie, aber ich verliere sie nicht, aber ich verlege sie, ja. Sie stufen sich selbst als emotional sehr stabil ein. Ja. Ihr Kopf ist stets voller unerforschter Ideen und Pläne. Nee, nicht immer. Ich bin schon eine Sache planen, dann erstmal machen. Sie würden sich selbst nicht als Träumer bezeichnen. Eher nicht, gell? Oder schon? Klare Ziele, oder? Ja, ich habe Ziele, ich kann nicht so viel. Ja. Es fällt ihnen gewöhnlich schwer, sich zu entspannen, wenn sie vor vielen Menschen sprechen. Nee. Wieder schon ziemlich entspannt. Im Allgemeinen verlassen sie sich eher auf ihre Erfahrungen als auf ihre Vorstellungskraft. Ja. Sie sorgen sich zu viel, was andere Leute denken. Nee. Eher nicht. In einem vollen Raum bleiben sie näher an der Wand und meiden die Raummitte. Nee, ich meide es nicht, aber ich renne jetzt auch nicht in die Mitte rein. Sie neigen dazu, Dinge aufzuschieben, bis sie nicht mehr genügend Zeit haben, mal zu erledigen. Nein, sie sind sehr nervös in stressigen Situationen. Nee, sie glauben, dass es lohnenswert ist, von anderen gemocht zu werden als einflussreich zu sein. Nein, sie haben sich schon immer für unkonventionelle und mehrdeutige Dinge interessiert. Ah, oh eher nein. In gesellschaftlichen Situationen ergreifen sie oft die Initiative. Ja. Jetzt bin ich gerade Executive. John D. Rockefeller. Bei mir kam das letzte Mal Protagonist raus, glaube ich.